Wir schauen mal. Was steht hier? Gulaschsaft. Was? Gulasch? Gulasch. Gulaschsaft. Auszeit. Überraschungen. Ich habe keine Ahnung, aber vielleicht hilft uns jemand. Überraschungsgast Nummer 3 ist ganz heimlich nach Dortmund gereist. Überraschungsgast Nummer 3 hat sich bis zuletzt versteckt. Überraschungsgast Nummer 3 kommt jetzt durch die dunklen Gänge unter der Schlagerboombühne auf die Bühne. Überraschungsgast Nummer 3 ist Sängerin. Die große Karriere dieser Sängerin hat 2005 in den Festeshows begonnen. Mit einem Auftritt an der Seite von Florian Silbereisen. Die Festeshows haben sie Schritt für Schritt auf dem Weg nach oben begleitet. Nach ganz oben. Sie ist seit ihrem letzten Fernsehauftritt bei den Schlager-Champions in Berlin in keiner TV-Show mehr aufgetreten. Für das 25-jährige Jubiläum der Festeshows hat sie ihre Medienpause unterbrochen, um persönlich zu gratulieren. Meine Damen und Herren, live beim Schlagerboom 2019, Helene Fischer! In der Ferne. Doch du gehst den ersten Schritt. Steine im Weg und eine Narbe im Herzen. Doch du schaust nicht mehr zurück. Auch wenn du weißt, es wird nicht leicht. Kein Weg zu weit, du stehst bereit. Mit jedem Herzschlag gewinnst du neue Kraft in dir. Kämpf dich weiter, was du träumst, das kann passieren, weil du alles sein kannst. Egal was andere dir erzählen, entfach dein Feuer. Noch weit, doch du greifst nach den Sternen. Setz Vertrauen in jeden Schritt. Das Leuchten im Blick und dem Glück auf den Fersen. Du streckst die Faust in den Gegenwind. Auch wenn du weißt, es wird nicht leicht. Kein Weg zu weit, jetzt kommt die Zeit, deine Zeit. Mit jedem Herzschlag gewinnst du neue Kraft in dir. Kämpf dich weiter, was du träumst, das kann passieren, weil du alles sein kannst. Egal was andere dir erzählen, entfach dein Feuer. Lass dich
Was du träumst, das kann passieren. Mit jedem Herzschlag gewinnst du neue Kraft in dir. Kämpf dich weiter. Was du träumst, das kann passieren. Entfach dein Feuer und lass die ganze Welt es sehen. Kämpf dich weiter, was du träumst, das kann passieren. Mit jedem Herzschlag gewinnst du neue Kraft in dir. Kämpf dich weiter. Schön, Dortmund! Helene Fischer beim Schlagerboom! Danke dir! Oh Mann! Oh Gott. Wow. Es hat mich etwas gerissen. Pass auf, ich bin sprachlos. Erstmal, du hast das Wort. Du hast dir das einfallen lassen. Ich weiß nicht, was ihr euch da überlegt habt. Ich habe mich auf jeden Fall jetzt schon mal sehr gefreut. Lass uns hier ein bisschen rübergehen. Komm. Ich musste mich stark zusammenreißen, dass ich nicht auch anfange zu weinen. Das steht definitiv fest. Mein Lieber, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ich habe mir tatsächlich in diesem Jahr eine kleine Auszeit genommen, aber es gibt zwei Menschen, für die ich eine Ausnahme gemacht habe. Das ist zum einen Frank Elsner, weil dieser Mensch mich auch mit sehr viel Respekt behandelt hat am Anfang meiner Karriere. Und dann zum anderen und zum größten Teil natürlich du mit deinem Team. Ich bin in deinen Festen groß geworden. Ich durfte so viele schöne Auftritte bei euch machen. Ich bin Jahr für Jahr gewachsen und das ist für mich ehrlich gesagt eine Selbstverständlichkeit, heute hier zu sein und meine Wertschätzung dir und deinem Team zu zeigen. Von daher, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe mich sehr darauf gefreut und ich war so aufgeregt, aber es war es mir wert und ich wollte heute unbedingt dabei sein, wenn dein Jubiläum kommt. Danke. Und ich bin so dankbar, weiterhin dich als so tollen Menschen in meinem Leben zu haben. Oh Mann, erstmal ich bin wirklich ein bisschen sprachlos, denn wir haben noch erst vor 10 Tagen, glaube ich, hast du mir noch Bilder geschickt, ja. Da warst du in einem ganz anderen Land. Und weißt du, wie schwer es war, dir heute nicht zu schreiben? Und ich habe noch gedacht, da mache ich mich, glaube ich, verdächtig oder nicht, aber ich war hin und her gerissen. Ich habe nur gedacht, ich lasse es auf mich zukommen und wir schauen einfach, ich hoffe, dass du nichts geahnt hast. Ich habe wirklich, also... Ich habe gar nichts geahnt, mir hat niemand was gesagt. Und ich kenne dich gut. Ja, mich hat das jetzt echt gerade extrem gerissen, weil ich vor allen Dingen weiß, was du für ein konsequenter Mensch bist. Und Helene hat sich eine Auszeit genommen, und zwar zu Recht. Und dass du diese Auszeit unterbrichst, weil wir heute Jubiläum feiern, etwas Schöneres kann es für mich und auch, glaube ich, für die Fans hier nicht geben. Aber ich habe dir auch so viel zu verdanken. Weißt du, wir sind durch so viele tolle Momente gegangen, privat, beruflich. Und von daher ist es mir wirklich ein großes Bedürfnis gewesen, heute einfach hier an deiner Seite zu sein. Es ist echt mega cool, dass du gekommen bist. Weil ich eben weiß, wie
ja, wie du das normal, du ziehst das normalerweise konsequent durch. Am lustigsten finde ich ja, was sie mir hier als Hinweis gegeben haben. Gulaschsaft, was ist das für ein Hinweis? Ja, weißt du noch, meine allererste Show, die ich mit Hochzeitsfest der Volksmusik 2000... Denn diese Leidenschaft brennt heißer noch als Gulaschsaft. Stimmt. Ja. Komm mit nach Varaždin. Komm mit nach Varaždin, solange noch die Rosen blühen. Dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Ja, mir geht's geht noch. Das ist lang her. Der Gulaschsaft. So, Auszeit haben wir ausführlich besprochen und Überraschungen. Okay, gut. Ja. Überraschungen hatte ich bei euch ja zu Genüge. Meine Herren, ich habe ja jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit gehabt und zu Hause schön in Erinnerung geschwelgt und habe einfach meiner Familie und auch Thomas so ein bisschen gezeigt, wo ich eigentlich herkomme. Und da waren tatsächlich auch viele Überraschungen dabei, die ich auch schon ein bisschen vergessen habe. Die erste große, das war für mich natürlich mein Highlight. Die erste große Überraschung. Also meine erste goldene und Platin, da habt ihr mich gleich mehrmals in der Ja, Welt da überrascht. Ging einiges. Und wir haben dich auch mal auf der Autobahn überrascht. Das ist genau die Überraschung. Warst du im Auto und jetzt hast du mich überrascht. Also wir haben uns oft überrascht. Ja. Einmal musste ich lachen, da saß ich im Flugzeug, da hast du mich ein bisschen veräppelt. Heute hast du mich zu Tränen gerührt und hast mich ein Stück weit sprachlos und atemlos gemacht. Mir fällt gerade nichts anderes ein. Das passt aber auch ganz gut. Ich bin echt ein bisschen durcheinander, aber es freut mich extrem. Und ich weiß, du hast das alles für uns vorbereitet. Hat sie euch auch ein bisschen atemlos gemacht? Sollen wir einmal für Helene anstimmen? Wir singen für sie, okay? Oh. Atem. War schlechte Tonart. Ja, macht nichts. Atemlos. Groß. Wir sind heute ewig tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich irgendwie. Komm, nimm meine Hand und geh mit mir.